Also eigentlich zeige ich ja meinen Müll in die Kamera. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch. Das heißt, ich zeige euch, welche Produkte ich in den letzten Wochen geleert habe und sage euch auch, ob ich die Produkte nachkaufen würde oder nicht. Bei allen Produkten, die ich euch zeige, handelt es sich wie immer um Naturkosmetik. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich, da es wieder eine ganze Menge geworden ist. Den Anfang macht eine Bodylotion und zwar von der französischen Marke Jonsac. Die ist speziell für trockene Haut geeignet, kommt ohne Duftstoffe und Alkohol aus und soll die Haut gut pflegen, nähren und Feuchtigkeit spenden. Und das hat sie auch wirklich gemacht, muss ich sagen. Also die war reichhaltig und hat die Haut gut gepflegt, aber ist trotzdem schnell eingezogen, hat keinen fettigen Film auf der Haut hinterlassen oder so. Also die kann ich wirklich empfehlen, da habe ich auch sogar einen eigenen Blogpost zugeschrieben, weil ich die so gut finde. Das verlinke ich euch mal in der Infobox, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten findet ihr auch wie immer alle Produkte in der Infobox verlinkt. Die Bodylotion ist auf jeden Fall ein Nachkaufkandidat, aber eher im Winter, denke ich mal, weil sie doch eher reichhaltig ist. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und zwar das Shower Gel mit weißer Heilerde und Lavendel von Cartier. Das roch sehr gut nach Lavendel. Ja, fand ich total angenehm und kann ich echt empfehlen, wenn man abends duscht, weil ich finde diesen Lavendelgeruch immer so beruhigend und das fand ich auf jeden Fall gut. Nicht übermäßig pflegend, aber auch nicht austrocknend. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich eine Feuchtigkeitspflege aufgebraucht und zwar das Aloe Vera Gel von Sobiotic. Das habe ich, ich glaube, das ist eigentlich zur Gesichts- und Körperpflege geeignet. Also es besteht fast ausschließlich aus Aloe Vera Saft in Bioqualität. Und ich habe das eigentlich hauptsächlich zur Gesichtspflege verwendet. Also ich verwende ja eigentlich immer so feuchtigkeitsspendende Seren. Und so kam auch das bei mir zum Einsatz. Also entweder pur, im Sommer reicht das vielen wahrscheinlich schon als alleinige Pflege. Man kann es aber auch mit Ölen mischen oder unter der Tagescreme verwenden. Und genau, also es hat auf jeden Fall gut Feuchtigkeit gespendet, weil da fast ausschließlich Aloe Vera Saft enthalten ist. Und das war auch relativ günstig, also ich meine unter 10 Euro, deswegen fand ich das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall super. Wenn ihr da noch so ein feuchtigkeitsspendendes Produkt sucht, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Würde ich nachkaufen. Dann habe ich ein Öl aufgebraucht und zwar das Summertime Body Oil von Martina Gebhardt. Martina Gebhardt ist ja eine sehr hochwertige Marke, die ausschließlich Bio-Rohstoffe und Rohstoffe in Demeter-Qualität verwendet. Und das Öl war auch in so einem Glastiegel enthalten. Das basiert auf Sesamöl und da ist auch Kokosnussöl enthalten. Und das soll die Haut zum einen auf die Sonne vorbereiten. Genau, das ist so die Sommerserie der Marke. Und hat sogar auch einen leichten Lichtschutzfaktor von 6. Darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen, weil ich meine, Öl trägt man eh sehr dünn auf. Also es ist jetzt kein Sonnenschutzprodukt, würde ich sagen, auch wenn hier ein Lichtschutzfaktor ausgelobt ist. Aber es ist trotzdem ein angenehmes Körperöl, womit ihr ja die Haut vorbereiten könnt auf den Sommer, aber halt sie auch pflegen könnt. Weiß ich nicht, ob ich es nachkaufen würde. Aus der Serie fand ich die Body Lotion noch besser. Ich glaube, ich würde das Öl nicht nachkaufen. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht und zwar von der Marke We Love the Planet in der Duftrichtung Forever Fresh. Das ist so ein Deo-Stick, der in Pappe verpackt ist, was an sich eine ganz gute Idee ist. Und das Deo wirkt auch echt gut, aber irgendwie fand ich die Verpackung nicht ganz so durchdacht. Also das war irgendwie immer eine ziemliche Sauerei bei der Anwendung. Und den Duft fand ich okay, aber da mag ich Lavendel noch lieber. Und die Deos gibt es auf jeden Fall auch verpackt in so kleinen Metalldosen, was ich jetzt von der Anwendung besser finde. Den Stick würde ich jetzt erstmal so nicht nachkaufen. Dann habe ich ein Produkt von der koreanischen Marke Wamisa aufgebraucht. Und zwar das Organic Flowers BB Packed. Das ist eine BB Cream, die in einem Tiegel verpackt ist, wie so eine Cushion Foundation. Genau, die drückt man hier einfach so raus und kann die mit den Fingern oder auch einem Pinsel oder mit einem Schwammapplikator entnehmen und trägt die dann aufs Gesicht auf. Genau, das ist eigentlich eine BB-Cream mit Lichtschutzfaktor und zwar sogar mit Lichtschutzfaktor 50, also wirklich hoch. Ich fand die auf jeden Fall deckend, also die war für eine BB-Cream eigentlich sehr deckend, fast schon eigentlich wie so ein Make-up. Ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen fahl aussah nach der Anwendung. Ich habe da auch einen ausführlichen Blogpost zu, da könnt ihr auch nochmal auf dem Blog vorbeischauen. Und hier sind halt echt nur 16 Gramm enthalten, was echt mega wenig ist und die kostet um die 40 Euro.
Also da ich von dem Ergebnis nicht 100% überzeugt war und die einfach super teuer ist, würde ich sie nicht nachkaufen. Dann habe ich noch ein Produkt von Vamisa aufgebraucht, und zwar das Cleansing Oil. Dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich kaufe es immer wieder nach, weil es super reinigt, aber gleichzeitig sanft zur Haut ist. Ich vertrage es sehr gut und es ist wirklich eines meiner Favoriten von Vamisa. Kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich noch ein feuchtigkeitsspendendes Serum aufgebraucht, und zwar das Pure Refining Serum ohne Duft von Santa Verde. Das verfeinert das Hautbild, beruhigt gerötete und entzündliche Haut und spendet zugleich Feuchtigkeit. Also das enthält, wie alle Produkte der Marke, Aloe Vera Saft und enthält außerdem Salicylsäure, womit Unreinheiten in Schach gehalten werden. Und das kann ich echt bestätigen. Also es wirkt sowohl feuchtigkeitsspendend als auch gegen Unreinheiten. Was will man mehr? Also wenn ihr sowohl mit trockener Haut zu kämpfen habt, als auch mit Pickelchen und Unreinheiten, dann kann ich euch das echt empfehlen. Da gibt es noch ein paar weitere Produkte aus der Serie. Den habe ich auch einen ganzen Blogpost gewidmet. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr da vielleicht noch eine neue Pflegeserie sucht. Das Serum würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich noch eine Augencreme aufgebraucht, die man hier in Deutschland meines Wissens nicht kaufen kann. Und zwar von der dänischen Marke Rudolf Care. Das ist eine wirklich hochwertige Marke aus Dänemark. Die habe ich in Kopenhagen gekauft. Und genau, ich habe jetzt hier die Eye Cream mit Antioxidantien, und das macht die Marke auch aus, dass die viele Antioxidantien verwendet. Ich glaube auch aus irgendwelchen nordischen Beeren oder so, also auch so ein paar regionale Rohstoffe verwendet. Genau, und ich hatte jetzt hier die Augencreme, die auch ohne Duftstoffe auskommt. Die war super verträglich, ist gut eingezogen, war nicht ganz so ergiebig und dafür recht teuer, aber ich würde die schon auf jeden Fall nachkaufen und auch andere Produkte der Marke. Also falls ihr mal in Dänemark unterwegs seid oder vielleicht irgendwo am Flughafen oder die online entdeckt, schaut euch die Marke auf jeden Fall mal an. Sehr große Empfehlung. Dann habe ich noch ein Deo aufgebraucht, und zwar die Deo-Creme in der Duftrichtung Spicy Energy von I+M. Und hier liebe ich wirklich den Duft. Der ist irgendwie wirklich spicy, aber frisch zugleich, und das habe ich eigentlich letzten Sommer und Herbst hauptsächlich verwendet, als ich ja schwanger war, und da hat es bei mir auch super gewirkt, aber irgendwie nach der Schwangerschaft, so nach der Hormonumstellung, hat es irgendwie nicht mehr so gut gewirkt. Keine Ahnung, ich liebe einfach den Duft, aber ich glaube, ich würde es erstmal nicht nachkaufen. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, beziehungsweise nicht ganz aufgebraucht, weil es mir leicht gekippt ist. Und zwar den Sensitive Cleanser von Esse, for Sensitive Skins. Das ist auch ein sehr hochwertiger Cleanser, also ein Produkt zur Gesichtsreinigung, der auch in so einem Glasflakon enthalten ist. Und das ist eine südafrikanische Marke. Und das ist jetzt das Reinigungsprodukt für die sensible Haut. Die haben auch mehrere Pflegeserien, könnt ihr euch mal angucken. Und der duftet so ganz leicht nach Vanille. Genau, aber er ist mir, wie gesagt, gekippt, sodass ich ihn nicht 100% aufbrauchen konnte, was wirklich super schade ist. Duftstoffe sind nicht enthalten. Wie gesagt, nur durch so ein bisschen enthaltene Vanille duftet er ganz leicht. Reinigt sanft. Also ich habe den hauptsächlich morgens verwendet, weil er jetzt nicht Make-up und so vom Gesicht holt. Aber für morgens hat er mir echt gereicht, und es ist echt so eine luxuriöse Pflege im Badezimmer. Ich würde den wahrscheinlich nachkaufen, weil ich ihn echt gut fand. Aber andererseits, es gibt auch viele gute Produkte, die deutlich günstiger sind. Weiß ich nicht. Also, wenn ich mal wieder ein bisschen zu viel Geld übrig habe, dann würde ich ihn nachkaufen. Aber es gibt definitiv günstigere Alternativen, die genauso ihren Job tun. Deswegen, ich bin zwiegespalten. Aber auf jeden Fall ein super Produkt. Als nächstes habe ich Pflanzenwasser von Farfalla aufgebraucht. Und zwar nicht zu knapp. Ich habe ganze 4 Produkte aufgebraucht, die ich zur Gesichtspflege nehme, beziehungsweise um mein Gesicht zu befeuchten, bevor ich Öl auftrage, oder auch um einfach so meine Haut zu erfrischen. Hier habe ich 4 verschiedene Varianten aufgebraucht: Rosenblüte, Lindenblüte, Teebaum und Pfefferminze. Lindenblüte kannte ich schon, das habe ich schon mehrmals nachgekauft und aufgebraucht. Das wirkt beruhigend auf die Haut, und das kann ich auch bestätigen. Also das ist eigentlich mein Favorit von den Produkten. Das ist auch wirklich minimalistisch zusammengesetzt, enthält keinen Alkohol, weil die Produkte mit fermentiertem Rettich konserviert werden, also ganz natürlich. Und ja, Lindenblüte fand ich auf jeden Fall klasse, würde ich immer wieder nachkaufen.
Dann hatte ich noch Rosenblüte. Das ist ein bisschen eher für trockene Haut und wirkt regenerierend. Ich bin ja nicht der allergrößte Fan von Rosenduft, aber ich fand das auch erstaunlich gut. Ja, es riecht schon stark nach Rose, also muss man schon mögen. Fand ich aber auch okay. Würde ich tendenziell nachkaufen, vielleicht so im Herbst, Winter, wenn meine Haut irgendwie so ein bisschen Regeneration braucht und ein bisschen trockener ist. Dann Pfefferminze, das soll feuchtigkeitsspendend wirken. Das fand ich erstaunlicherweise nicht so gut. Wobei es riecht auch wirklich extrem nach Pfefferminze, was ich gar nicht unbedingt so mag. Also würde ich nicht nachkaufen. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass es wirklich feuchtigkeitsgespendet hat. Also jetzt nicht mehr als die anderen Produkte. Würde ich deswegen nicht nachkaufen. Und dann noch Teebaum, das roch auch auf jeden Fall intensiv. Was so ein bisschen klärend und bei Unreinheiten wirken soll. Und ja, also wenn ich mal wieder irgendwie mit Pickeln mehr zu kämpfen habe, würde ich Teebaum auch nachkaufen. Aber an sich wäre sonst mein Favorit, wie gesagt, Lindenblüte. Genau, das war's zu den Hydrolaten von Farfalla. Außerdem leer gegangen ist eine Tagespflege, und zwar von Lovely Day. Der Calming Everyday Moisturizer. Das ist eine, wie Lovely Day sagt, leichte Tagespflege, aber ich fand die doch relativ pflegend, also relativ, ja, nicht reichhaltig, möchte ich nicht sagen, aber leicht, finde ich, ist auch das falsche Wort. Auf jeden Fall, die Creme ist auf jeden Fall mild zusammengesetzt, basiert auf Kamillenhydrolat. Außerdem enthalten sind Aloe Vera, Hyaluronsäure, Niacinamide, Fruchtsäuren, also alles, was so feuchtigkeitsspendend wirkt, aber auch antibakteriell und gegen Unreinheiten kämpft. Ich würde die Creme auch empfehlen, abends anzuwenden, so habe ich es auch gemacht und kann sie empfehlen. Also wirkt beruhigend, feuchtigkeitsspendend und gegen Unreinheiten. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, würde ich nachkaufen. Dann habe ich noch eine Gesichtscreme leer gemacht, und zwar die Gesichtscreme mit 5% Urea von Biotom Naturkosmetik. Die ist speziell für feuchtigkeitsarme Haut geeignet und soll das Spannungsgefühl der Haut vermindern und kommt auch ohne Parfüm aus. Die fand ich auf jeden Fall reichhaltiger als jetzt zum Beispiel die Creme von Lovely Day, also deutlich reichhaltiger. Mir war sie im Gesicht sogar too much, also ich habe sie dann am Körper verwendet. Die war auf jeden Fall mild formuliert und verträglich, mir aber wie gesagt ein bisschen zu reichhaltig. Ist aber auch deutlich günstiger, also ich glaube die kostet unter 10 Euro. Wer sowas sucht, der kann sich die auf jeden Fall mal angucken, ich würde sie aber nicht nachkaufen. Dann habe ich noch ein Öl aufgebraucht, und zwar das Weizenkeimöl von Primavera. Das habe ich insbesondere in der Schwangerschaft verwendet, um Dehnungsstreifen vorzubeugen. Genau, und das spendet wirklich sehr gut Feuchtigkeit, pflegt langanhaltend und schützt auch vor freien Radikalen dank dem hohen Anteil Vitamin E. Also da kann ich es zur Hautpflege wirklich sehr empfehlen, auch bei trockener Haut wirklich genial. Ich verwende das aber noch lieber, unabhängig von der Schwangerschaft, zur Haarpflege. Da hat es bei mir wirklich Wunder gewirkt. Wenn ihr so Frizz habt oder wirklich trockene Haare, gebt davon einfach mal so 2-3 Tropfen in angefeuchtetes Haar und lasst es mal über Nacht einwirken. Das habe ich 2-3 Tage hintereinander gemacht und meine Haare waren wirklich sowas von regeneriert. Daher kann ich Weizenkeimöl wirklich empfehlen. Es ist echt so ein Allround-Produkt. Nicht anwenden würde ich es im Gesicht, weil es komedogen wirken kann, also die Poren so ein bisschen verstopfen kann. Deswegen würde ich es im Gesicht nicht anwenden, aber ich schwöre, insbesondere für die Haare auf Weizenkernöl würde ich immer wieder nachkaufen und habe ich auch schon nachgekauft. Dann ist noch etwas für die Lippen leer gegangen, und zwar der Lippenpflegestift von Dr. Hauschka, Lippengold, kostbare Pflege schenkt samtweiche Lippen. Und das kann ich auch wirklich bestätigen. Also wenn ich wirklich mal problematische Lippen habe, also so rissige Stellen, verwende ich entweder diesen Lippenpflegestift von Dr. Hauschka oder die Lippenpflege von Martina Gebhardt. Das sind wirklich so die beiden Produkte, die mir immer helfen. Der ist halt so recht ölig, aber man kann ihn halt gut mitnehmen dank der Stiftform und hat meine Lippen schon das eine oder andere Mal gerettet. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann ist noch etwas Dekoratives leer gegangen, und zwar ein Nagellack von Chia Carlotta. Bei Nagellack ist es ja immer ein bisschen schwierig mit Naturkosmetik und ja, wie natürlich kann Nagellack wirklich sein? Also da gibt es ja nur ein paar ausgewählte, die sich wirklich als Naturkosmetik bezeichnen können. Dann gibt es noch so ein paar Wasserlacke und halt Chia Carlotta, die machen echt schon vieles richtig. Die verzichten zum Beispiel auf 14 Inhaltsstoffe,
die potenziell schädlich sind oder nachgewiesenerweise schädlich sind und in vielen konventionellen Lacken enthalten sind. Der ist jetzt obendrein auch vegan und die haben eine ganz schöne Farbauswahl und die halten bei mir auch super. Die kosten ein bisschen mehr, ich glaube 12, 13 Euro, also auf jeden Fall nicht günstig, aber bei mir halten die gut. Die Inhaltsstoffe finde ich okay und würde ich nachkaufen. Dann habe ich noch etwas zur Gesichtspflege aufgebraucht und zwar den Hyaluronic Acid and Hibiscus Glow Boosting Toner von Lovely Day. Den habe ich auch schon mehrfach nachgekauft, ich glaube auch schon mehrmals in die Kamera gehalten. Das ist auch so ein Toner oder Gesichtswasser, sag ich mal, was man sich am besten abends ins Gesicht sprüht, um anschließend zum Beispiel Gesichtsöl aufzutragen. Hier sind auch wieder Hibiskus, Hyaluronsäure und Fruchtsäuren enthalten. Also am besten auch am nächsten Tag Sonnenschutz tragen, weil einfach die Haut so ein bisschen lichtdurchlässiger wird durch Fruchtsäuren. Aber der spendet super Feuchtigkeit, schenkt wirklich einen Glow und beseitigt Unreinheiten. Also wenn man den längerfristig verwendet, merke ich da immer einen Hautunterschied. Einfach, dass die Haut ja, praller wirkt, gut durchfeuchtet und glowy. Also eigentlich stimmen die Versprechen hier echt mal, die auf dem Produkt stehen. Und dank Fruchtsäuren, wie gesagt, wird auch was gegen Unreinheiten getan. Also ich mag die Produkte eigentlich alle von der Marke und insbesondere diesen Toner würde ich immer wieder nachkaufen und kann ich wirklich empfehlen. Schaut euch den mal an, wenn ihr Unreinheiten habt und etwas für mehr Glow tun wollt. Und noch ein Gesichtsspray. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen obsessed. Und zwar das Daily Defense Moisture Mist von Evolve. Das ist für alle Hauttypen geeignet und enthält Moringa-Peptide, Hyaluronsäure und Feigenkaktus. Das war auch so ein Gesichtsspray. Das war leider nur so eine kleine Flasche von 30 ml, aber ich fand das großartig. Das war wirklich so ein Gesichtsspray, wo ich auch einen Unterschied gemerkt habe. Also ähnlich wie bei dem Spray von Lovely Day, habe ich auch hier einen Unterschied gemerkt. Das hat jetzt hier weniger die Haut geklärt oder für Glow gesorgt, sondern eher die Haut, so regeneriert oder ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich diese enthaltenen Peptide so in die Hautbarriere setzen und die Haut wirklich ja, regenerieren und aufpolstern und ich habe es auch verwendet, um danach Gesichtsöl aufzutragen und fand es richtig gut. Da wollte ich mal gucken, ob es das nochmal in einer größeren Flasche gibt, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Kann auch über Make-up aufgetragen werden, steht hier noch drauf. Also so ein bisschen zum Setten, gerade wenn ihr ein pudriges Finish habt, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Einfach für noch ein bisschen mehr Glow. Also Evolve Beauty, made in England, wird auf jeden Fall nachgekauft. So, ein Produkt habe ich noch. Und zwar noch ein feuchtigkeitsspendendes Serum. Da hatte ich einfach mal so ein paar parallel verwendet, deswegen werden die jetzt alle leer. Und zwar auch von der französischen Marke Jonsac. Da hatte ich ja schon die Bodylotion gezeigt. Auch dieses Serum enthält Thermalwasser und, was steht hier noch drauf, H2O Booster für die Nacht. Dieses Serum ist jetzt aus der Rehydrate Plus Serie und wird speziell für abends empfohlen. Ich habe es aber meiner Meinung nach auch morgens verwendet, im Sommer so als alleinige Pflege. Wenn es kälter ist oder meine Haut ein bisschen trockener ist, dann auch nochmal mit einer Creme oder einem Öl darüber. Hier sind 20% Thermalwasser enthalten und ist sonst auch sehr minimalistisch zusammengesetzt. Spendet Feuchtigkeit und ja, war auf jeden Fall ein solides Produkt, würde ich mir nochmal kaufen. So, wir sind am Ende angelangt. Das waren alle Produkte, die ich aufgebraucht habe in letzter Zeit. Schreibt mir mal, was ihr von den Produkten haltet, was euch da besonders interessiert und gerne auch, was ihr in letzter Zeit aufgebraucht habt. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!